Die Vorarbeit durch die Versenkung der Schuten am Deich in Fischbeck war insofern ein Erfolg, dass weniger Wasser durch den Bruch floss. Zufriedenstellend war es dennoch nicht. So wurde vom Krisenstab beschlossen, den Deich weiterhin mit Geröllschutt und Bahnschwellen zu verdichten. Deshalb wurde von der Firma Kontrans aus Tangerhütte der sogenannte Schlafdeich mit Schutt befestigt, sodass schwere Maschinen zur Bruchstelle fahren können. Seit 2 Tagen ist die Baufirma rund um die Uhr dabei, einen Deich aus Schutt, Geröll und Sand zu errichten. Einzigartig dabei ist, dass die Seitenwände der versenkten großen Schute in der vergangenen Nacht rausgeschnitten wurden, um durch die Schute einen Deich zu bauen. Seit den vergangenen 2 Tagen kämpfen sich die Mitarbeiter unermüdlich mit ihren dicken Lastern über den Deich, um den Wassermassen ein Ende zu setzen. Ein Erfolg ist bereits zu verzeichnen. Es laufen nur noch 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus der Bruchstelle heraus. Zum Vergleich, unmittelbar nach dem Deichbruch liefen ungefähr 100 Kubikmeter durch.